Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und dann zum Unboxing der Hecht Mixbox von My Fishing Box, also hier eine Themenbox für natürlich das Thema Hecht oder das Thema Hecht. 49,95 € kostet die Box, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin schon mal sehr gespannt, Hechtzeit ist ja auch in vollem Gange. Ein schön großer Karton hier, so wie ja, Kinderschuhgröße, 35 vielleicht für zwei Tonschuhe, sollte in etwa hinkommen. Ich bin sehr gespannt, was wir hier haben und dann würde ich mal sagen, legen wir los und schauen mal, was wir hier Schönes drin haben. Genau, gibt noch diverse andere, habe ich gesehen, Spinjig-Box und Barsch und hast du nicht gesehen. Ein paar habe ich auch noch zu stehen, zeige ich euch immer mal so, wie Zeit ist und ja, aber jetzt legen wir erstmal los hier mit der Hecht-Mixbox, würde ich mal sagen. Genau. Schwupps. So, was haben wir denn da? Auf jeden Fall schon mal was Süßes. Mao Arm Stripes. What World are Dan? Mao Arm, sogar noch haltbar. Bis 2023. Wahnsinn. Dann haben wir von der Firma Yancy Corrigator den Dragon Diver. Successful Tackle Generation. Oh, Lucky Bild draußen. Es ist schon ziemlich spät. Der hat bestimmt eine Katze gesehen. 23:30 Uhr nachts. Also abends. Nachts, abends. Kann man auch eigentlich beides sagen. Genau, 12 cm lang, 24 Gramm schwer. Sinking Diving heißt das hier. 1 bis 3 Meter Lauftiefe. Ja, können wir auspacken, wa? So eine Art Swimbait. Schwupps. Machen wir den jetzt hier weg. Natürlich ist der ja auch hier wieder festgemacht. Ach, der ist von unten ein bisschen farbig. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Da wird er sicherlich auch von unten UV-aktiv sein. Ja, ist er. Da hat er noch einen UV-aktiven Punkt. Sieht man hier sehr schön. Ja, also so ein kleiner Glidebait oder Swimbait. Tatsächlich auch für die Ködergröße mit nur einem Drilling dran. Auch interessant. Ja, und dann noch Rasseln drin. Lucky bellt immer noch fröhlich. Macht die Nachbarn wach und die Hühner. Schwupps. Dann haben wir von Molex den Venator. Gesundheit. Heritage. Custom Color. 23H. Wiegt eine halbe Unze, also 14, 15 Gramm, sowas. In dem Dreh. Hubala. Geht hier schon der Deckel zu. Blue Gill heißt die Farbe. Ja, steht jetzt nicht vorne drauf, nur hinten. Ja. Hm. Können wir mal auspacken, ne? Schwupps. Mit einem riesengroßen Blatt hier auf jeden Fall. Und einem klitzekleinen Blatt. Da ist er. Ja, hier auch nochmal mit so, ja, einem Schuppenmuster oder sowas. Das kleine Blatt hat nochmal so ein kleines Logo und so ein paar Punkte. Und der ist sicherlich voraktiv, oder? Ja, ist er. Ja. Noch ein schönes Ding. Kommt noch ein Trailer dran und dann geht die Luzi ab. Kann man auch so fischen, aber Trailer dran kommt auf jeden Fall nicht Schaden. Ne? Na los. Schwupps. Dann haben wir noch den Pike Shatter. In 16 Gramm oder 30 Gramm Hakengröße 5,0. Black Sun nennt sich hier die Farbe. Den habe ich schon oft genug mal in die Kamera gehalten. Wer mehr wie zwei Videos von mir gesehen hat, wird den sicherlich schon mal in einem Video gesehen haben. Frau aktiver Schwanz, ein großer Shatterbait hier fürs Hechtangeln von der Firma Quantum oder der Untermarke der Firma Quantum. 4th Street, Frau aktiv steht auch nochmal drauf und ein Stück. Ja. Genau. Also ein Shatterbait für die etwas größeren Kaliber. Achso, interessant an dem ist natürlich noch, dass hier quasi der Trailer schon mit dran ist. Also der Anhänger. In dem Fall ein 90er Jahre Twister-Schwanz. Genau.
Ui. Dann haben wir von der Firma Rapala den X-Rap Peto Slow Sinking Soft Tail XR PD PT 14. Genau, 0,5 bis 1 Meter Lauftiefe, 14 cm lang und 39 Gramm schwer. Mit einem Ersatz-Tail hinten dran. Farbe nennt sich irgendwas mit Roach. Also Plötze Scaled. Scaled Roach. Roach. Irgendwas mit Plötze. Irgendwas mit Plötze. Ach, da packen wir einfach mal aus. Schwupps. Scharfes Messer am Start. Oh, falsch rum. Ja, also hier so ein, ja, ich sag jetzt mal so eine Art Hybridköder, also vorne Plaste, hinten Gummi mit austauschbarem Tail. Ja, da weiß ich nicht, was ihr da so für Erfahrung mitgemacht habt. Oh, Entschuldigung, riecht aber komisch. Puh. Was ihr da für Erfahrung mitgemacht habt, gibt es die Schwänze auch einzeln zu kaufen, also nachzukaufen quasi, denn wenn man jetzt gezielt viel auf Hecht angelt, kommt man vielleicht mit zwei solchen Schwänzen auch nicht ganz so weit. Weiß ich nicht, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Und optisch hätte wahrscheinlich der besser gepasst. Der hat nämlich das passende Orange. Aber ist jetzt auch nicht ganz so wild. Genau. Schönes Teil. Tatsächlich auch gar nicht so schwer, wie er aussieht. Natürlich wahrscheinlich, weil er hinten ja ein bisschen leichter ist. Boah, hoppala. Rasseln drin. Ja, schönes Ding. Lucky verjagt immer noch die bösen Geister da hinten. So. Dass wir alles in Ordnung haben hier. Naja, vielleicht nicht ganz Ordnung. Vielleicht nicht ganz Ordnung. So, da haben wir von der Firma Bait Lab den Tournament Winning Action. Wie hieß der nochmal? Ach, das stand nicht drauf, ne? Der hat keinen bestimmten Namen, glaube ich, oder? Doch, der Grab'em Shads heißt der hier. 10 cm lang oder 100 mm, 12 Gramm schwer. Und Street Green Fluid, Fluoro, so heißt es. Green Fluoro. Also grün und fluoreszierend. Sieht man eigentlich auch, wa? Der ist auf jeden Fall voraktiv. Achso, ist schon offen. Aber das ist noch nicht offen. Jetzt ist es offen. So, das ist das gute Stück. Auch wieder so ein Punkt hier extra dran. Rasseln drin. Normale Tauchschaufel. Bisschen rundlicher Körper und sehr voraktiv. Boah. Kann man auf jeden Fall auch machen. Nächste. Haben wir hier von der Firma Hostage Valley Lures den Hostage Valley Shad 18. 18 hier für 18 cm. Was heißt denn das hier? Heap Fishing? Was heißt denn Heap? Die Übersetzung. Oder ist es ein D? Nee, D ist es nicht. Ein R ist es auch nicht. Fishing, neuer Stop. Neuer Stop? Never stop. Ach, never stop. Ach Mensch, ey. Ja, keep, da heißt es wahrscheinlich keep fishing, never stop. Jetzt wird langsam Schuh draus. So, Farbe nennt sich Red Head Perch 18. Also 18 wahrscheinlich nochmal für die 18 cm. Also das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Hechtschlappen hier. Packen wir auch mal aus hier. Weg damit. Mhm. Ja, so ein bisschen milchig. Mal gucken, wie doll der UV-aktiv ist. Durchgängig ein bisschen und dann hier natürlich ein bisschen mehr. Ja, also auch schönes Ding, ja, auch von der Größe her. Aber der wiegt bestimmt ordentlich was. Ich kann ihn mal auf die Waage packen. Der hat bestimmt seine 50 Gramm. Kann man die Waage sehen? Blöd mit der Lampe. Hm? Ich glaube, so müsste es eigentlich gehen. 17 Gramm, nee, das ist auf jeden Fall falsch. Okay, Einheit ist auch falsch. Moment, Gramm. Ich mach da mal auf 0. So, bereit? Auf die Weise fertig. 56 Gramm. Verdammt, 54. Ja, es war mir irgendwie so noch im Kopf gewesen. Ich glaube, wir hatten ihn ja schon mal irgendwann gewogen. Aber schön, jetzt sieht man auch nochmal hier schönes Schuppenkleid so ein bisschen. Das finde ich schon nice gemacht. Ja, schöner Köder. Genau.
Die Waage kann weg. Den packen wir auch erstmal hier rauf. Dann haben wir was ganz Klassisches. Ein Original FZ Spinner. Aber hier den Twin Spoon, also ein doppeltes Blatt hier, was immer so ja, beim Einholen quasi gegeneinander schlägt und dadurch natürlich auch nochmal extra Reize hier ausübt. Genau, von außen Silber, von innen etwas goldig. Und hinten mit dem, wo viele Leute rollt, Wert drauf legen, mit dem komischen Schwanz in Rot. Genau, was haben wir hier? Steht noch irgendwas drauf? DRM, made in Poland. Gar nicht mal von so weit weg, siehst du. Achso, da steht ja 22 Gramm und 5,5 Zentimeter. Ja, schönes Ding. Immer mein Versuch wert, ne? Metallköder. Dann haben wir von der Firma Headbanger den Firetail. Das ist immer noch die größte Tüte, die es für einen einzelnen Köder gibt, die ich hier je in der Hand hatte. Ja, riecht sehr nach Gummi. Wahrscheinlich voraktiv. Ja, durchgängig auch. Hier, ne? So ein dunkles Grün wieder, Motoröl. Und hinten mit ein bisschen Schmackes noch am Schwanz. Auch ein schönes Ding. Hechtgröße passt auf jeden Fall. Und noch irgendwelche Infos hier. 17 cm und 56 Gramm. Also tatsächlich fast genauso viel wie der Hostage Valley Lures Köder. Motor Oil Hot Tail nennt sich die Farbe. Genau. Auch noch was. Ein bisschen Werbung. Ein Aufkleber. Gar nicht mal so hübsch. Den brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und hier nochmal ein kleiner Rabattgutschein. Wenn man eine Amazon-Wertung da lässt. Eine was habe ich gerade gesagt? Ich habe gerade Amazon gewesen und wollte eigentlich Bewertung sagen. Das habe ich Amazon-Wertung gesagt. Sehr gut. Ich meine natürlich eine Bewertung da lässt für eine Amazon-Box. Das Ding. Ach, ist schon ein bisschen lustig. Genau. Ja, also da könnt ihr euch nochmal 5 Euro Rabatt holen und ansonsten nichts weiter drin. Tja. Gucke ich mir das jetzt hier nochmal an. Was haben wir denn hier? Shatterbait. Ja, ich habe jetzt immer schlecht Preise im Kopf für sowas. Ich weiß, dass solche Gummifische in den Größen natürlich ziemlich teuer sind. Aber für 50 Euro ist das sicherlich okay, aber jetzt auch nicht so megamäßig gut, glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen. Weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht. Ich glaube, der kostet wahrscheinlich auch schon gute 15 Euro oder sowas oder noch ein bisschen mehr. Also es kommt sicherlich vom Warenwert schon ganz gut hin. Aber ich hätte tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen mehr erwartet. Oder wenigstens auch sowas wie ein Hakensystem, einfach um die Großen hier fischen zu können. Das ist natürlich immer so, finde ich, gerade wenn man sich als ja, jüngerer Angler oder als Wiedereinsteiger so eine Boxen kauft und dann halt quasi nochmal losrennen muss in den Angelladen, um das halt zu komplettieren, damit man es halt fischen kann, das finde ich immer nicht so vorteilhaft. Auch eine kleine Packung Stahlvorfächer hier drin mit 2 Stück von Predax oder so. Hätte ja jetzt auch nicht den Co hier fett gemacht, aber das Gesamtpaket vielleicht ein bisschen schöner wirken lassen. Genau. Naja, dann würde ich mal sagen, freue ich mich sehr, wenn ihr das Video schaut und mal unter die Kommentare schreibt, was ihr von dieser Box haltet. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.